damit einen wunderschönen guten Tag zurück zu The Forest. Heute mit der lieben Dark Phoenix, die leider gerade nicht zu hören ist, weil diese erste Aufnahme leider so ist, dass wir beide nicht kontrolliert haben, dass wir die Stimme auf Teilen haben. Deswegen ist es leider so, dass ihr sie zwar sehen könnt, aber leider nicht hören könnt. Wir werden im zweiten Part auf jeden Fall darauf achten, dass das klappt. Das ist jetzt auf alle Fälle nachsynchronisiert. Im zweiten Part wird auf jeden Fall die liebe Dark Phoenix zu hören sein. Ja, jetzt habe ich eigentlich in den Intro reingequatscht, aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich sag, das ist alles nachsynchronisiert von mir, weil man leider meine Stimme auch nicht gehört hat. Jetzt bin ich mal kurz ruhig. Wie ihr schon irgendwie unschwer erkennen könnt, ist es, oder mitkriegen könnt am Titel, Stream, also am Staffeltitel, dass ich The Forest schon mal gespielt habe. Wie gesagt, ich kenne mich so ziemlich gut aus, weiß auch, was zu tun ist, was zu machen ist. Und die liebe Dark Phoenix weiß es auch. Wir haben uns aber gedacht, da wir irgendwie ein seltenes Projekt zusammen gestartet haben, dass wir jetzt einfach mal ein Projekt zusammen starten. Und wir haben uns, also sie kam mit dem Vorschlag und ich fand den super, dass wir einfach mal The Forest starten. Und ja, so sei es. Wir haben dann, wie gesagt, was ich auch vorhin schon gesagt habe, was man leider nicht gehört hat, war, wir wissen noch nicht, ob die jetzt regelmäßig kommen, die Parts. Wir werden, also heute kommt erstmal der erste. Wir müssen halt schauen wegen Zeit und so. Vielleicht schaffen wir es heute noch oder spätestens morgen einen Part aufzunehmen. Auf jeden Fall werden jetzt demnächst ein paar Parts kommen. Wie viele Parts in der Staffel kommen, weiß ich nicht, aber es werden hoffentlich einige. Und ja, jetzt waren wir halt gerade dabei, erstmal die, also für alle Anfänger erstmal alle Koffer aufmachen. Alles nehmen, was im Koffer mit drin ist. Essen, trinken, auf jeden Fall alles looten. Da hat sie mich gefragt, wie sie aussieht und ich habe ihr beschrieben, dass ich, dass sie der Europäer mit Vollbart ist und ich halt der Farbige bin. Sofern man das sagt, ich habe keine Ahnung, ich bin da, ich habe ja auch langsam keine Ahnung mehr, wie man die, ich sag Farbige zu ihnen, weil wegen Political Correctness und also ein Käse. Wie gesagt, das Wichtigste war erstmal Äste sammeln. Sie wollte irgendwie schauen, wo der Strand ist. Genau, ich habe in der Zeit Äste gesammelt und noch ein bisschen. Sie hat halt auch Äste gesammelt und Sträucher umgehauen und halt, ja, wie gesagt, das Wichtigste ist halt, die Sträucher bräuchte man später auch für Waffen, für Bögen, für eine Schleuder, für eine Angel und all das sowas. Falls jemand fragt, da ist das Herstellungsbuch, da wollte ich schauen wegen Unterschlupf, das sind halt die Lagerfeuer, die Unterschlüpfe, die man bauen kann. Die ganzen Fallen und alles. Genau. Ich glaube, ich habe da gerade, ja, da wollte ich gerade nach einem Platz suchen, wo wir eigentlich bauen können. Da habe ich auch gesagt, dass wir nicht direkt neben den eingeborenen Dorf bauen, weil das ziemlich doof wäre. Da wollte ich eigentlich wieder zu ihr laufen, habe mich aber dann verlaufen. Aber so gut, sie hat mich ja dann gefunden später. So, wie gesagt, wichtig ist halt wirklich, dass du den guten Standort aussuchst, wo du startest und am besten wirklich nicht neben einem Gefängnis, also so Dings der Transport, weil das, also ein Transport, so Einwohnerdorf, weil dann bist du innerhalb von den nächsten 3-4 Tagen tot. Weil die kommen dann nicht alleine, die schicken erst einen Speer, wenn der Speer dich oder euch gesehen hat, oder uns jetzt in dem Fall, dann kommen der ganzen Scharen mit richtig ungemütlichen, naja, Leuten und dann wird's
die Staffel etwas anstrengend und wir haben uns halt dann entschieden, weil wir ja, weil da vorne ja das Boot ist. Ihr müsst, also jeder, der davor ist, kennt, müsste wissen, was da vorne im Boot nützliche Sachen drin sind, die man später auch noch craften kann. Und dass wir das so oder so hin müssen, weil deine Keycard gibt, glaube ich, auf dem Boot. Und es gibt halt Haufen super schöne Sachen hier in der Forest. Man kann halt super viel machen. Es ist halt ein Horror-Survival-Game. Horror deswegen, weil das werdet ihr in den nächsten Parts hoffentlich sehen. Ah ja, da war ich gerade dabei. Dann schon mal Bäume umzuhauen für den, für das Haus, was ich nachher bauen werde oder wir bauen werden. Oh, Gewitter. Lull. Gewitter ist halt meistens super, wenn du halt schon eine Schildkröte gekillt hast und ihren Panzer kannst du dann als Auffangbecken nehmen, damit du was zum Trinken hast. Und ja, da ist mir allerdings eingefallen, ach ja, man sollte ja zuerst die Rohform des Hauses bauen, bevor man so, da habe ich ein bisschen durchgesucht, da habe ich das Haus gesucht, die Blockhütte, genau. Ich glaube, da habe ich überlegt, so, geht sich das aus? Ich kann es zumindest eins beruhigen, wir haben das Haus mal fertig gemacht, weil wir haben einen Speicherpunkt gebraucht. Das haben wir in dem Part leider nicht mehr geschafft, weil ich dann zum Essen musste. Und, aber Kräuter kann man sammeln, Pflanzen kann man sammeln auf jeden Fall, die sollte man auch sammeln, weil man daraus dann später irgendwie, glaube ich, Medizin craften kann. Wie genau das funktioniert, ich habe keine Ahnung, habe ich, glaube ich, in den ganzen, weiß ich nicht, wie viele Folgen, nicht einmal geschafft irgendwie. Die liebe Dark Phoenix hat halt weiterhin versucht, irgendwie eine Schildkröte zu finden, was ihr leider nicht gelungen ist, weil sich irgendwie keine hat blicken lassen. Ja, ich war halt gerade weiter dahin bis. Ich glaube, wir haben gerade auch über Ark und ich glaube Red Dead Redemption geredet. Da habe ich dann auch gesagt, dass es kein Spiel für mich ist, weil ich einfach super schlecht bin, nicht Ark, sondern Red Dead. Und falls ihr in den nächsten Parts ein Rauschen hört im Hintergrund, das wird dann wahrscheinlich der Lüfter von meiner PlayStation sein. Weil, oder meine PlayStation selber, also nicht wundern, das ist nicht um euch zu ärgern oder so, sondern wirklich meine PlayStation. Das ist halt gerade schade, weil man die liebe Dark Phoenix nicht hört. Beim nächsten Mal werden wir halt checken, ob man uns gegenseitig hört. Es wird auch ein reines Let's Play von meiner Seite sein. Also ich werde es nicht streamen. Weil das wird ein Projekt, was ich wirklich nur in Videoform auf meinem YouTube-Kanal hochladen werde. Ich werde auch noch mal eine extra YouTube-Playlist machen, die wirklich nur mit The Forest zu tun hat. Und für jeden Teilnehmer werde ich auch eine eigene Playlist machen, weil wie ihr meinen Kanal kennt, sind da ja schon The Forest-Videos auf jeden Fall. Und es werden wahrscheinlich nur einige folgen. Und ja, jetzt sind wir halt, es ist halt recht mühselig, weil du hast halt nur die Axt. Du musst halt auch auf Ausdauer achten. Das ist der blaue Balken. Und deiner Seite. Und der Wassertropfen ist halt der Durstgehalt des Spiels. Also, wenn du zu wenig trinkst, dann kannst du halt auch sehr schnell sterben bzw. dehydrieren. Und das in der Mitte soll halt den Magen symbolisieren. Du musst halt wirklich essen und musst trinken. Du musst immer schauen, dass du beides perfekt separat hast. Du kannst natürlich Tiere essen, du kannst Pflanzen essen, du kannst so ziemlich alles hier essen. Und das war ein Fehler von mir, weil das waren nämlich Bären, die hätte ich nicht kaputt hauen sollen, aber ja. Ist mir leider aber erst zu spät eingefallen, weil ich mir gedacht habe, verdammt. Also ich kann nicht sagen, Leute, nachsynchronisieren ist halt doch etwas doof, weil wir hatten echt gute Themen.
Aber wie gesagt, wir werden beim nächsten Part oder bei den nächsten Parts auf jeden Fall schauen, dass wir das gleich im Vornherein schauen, ob der Ton passt. Weil jetzt im Nachhinein das zu synchronisieren ist schon echt anstrengend. Aber ich hoffe, es gefällt euch dennoch. Ich werde es auch in die Videobeschreibung packen. Inklusive auch den Link von der Dark Phoenix. Damit ihr auf ihren Twitch-Kanal kommt. Da auch bitte unbedingt mal vorbeischauen und ein Follow da lassen. Das wäre super, super lieb. Und ich habe auch eine kleine Ankündigung zu machen. Wie gesagt, nicht vergessen, am 16. Mai gibt es einen 12-Stunden-Stream mit GTA. Weil ich müsste in knapp 6 Tagen wieder draußen sein aus der Bedsport. Und ich freue mich halt. Weil endlich raus aus Bedsport. Hat zwar jetzt mit der Faust so viel nicht zu tun, aber ich werde es mit dem lieben Cracks dabei aufnehmen auf jeden Fall. Mit 12 Stunden Stream. Und wir werden wahrscheinlich ein paar Jobs machen. Wir werden nicht die ganzen 12 Stunden GTA spielen, das nicht, aber wir werden zu verschiedenen Spielen switchen. Ich glaube, anfangen werden wir aber mit GTA. Ich glaube, dann werden wir noch rüber zu Dead by Daylight wechseln. Und für Dead by Daylight werden wir dann wahrscheinlich zu Uno oder Monopoly wechseln, wie wir halt. Das kommt halt auch drauf an, wie viele Leute wir sind in der Party. Es werden 4 Plätze für die Party vergeben, aber das erkläre ich nochmal in einem separaten Video, weil das hat gerade mit der Forest nichts zu tun. Also wie gesagt, die liebe Dark Phoenix ist dann auch wieder dazu gekommen, nachdem sie keine Schildkröte gefunden hat. Und hat dann auch halt mit dann noch schnell was gegessen und was getrunken wegen der Ausdauer. Auf jeden Fall wichtig, immer was zum Trinken und was zum Essen dabei haben. Jetzt war gerade dabei, unsere Base zu bauen. Wie gesagt, Base, das ist das Erste, was du wirklich machen solltest, wenn du davor spielst und irgendwie in der Welt spawnst, einen guten Platz suchen und irgendwie ein Haus bauen. Das ist das A und O in der Forest. Zuerst eine Base bauen. Auch wenn sie noch so klein ist, wenn ihr zu zweit seid, könnt ihr natürlich schon so ein wunderschönes Blockhaus bauen. Weil das ist relativ stabil. Man kann dann auch einstellen, ob Schäden an sind oder nicht. Die müssen wir dann halt noch ausschalten, weil es kommen nachher nämlich gerne eigene. Ich habe es mit Absicht ein bisschen höher gebaut, weil es kommen nachher nämlich noch Ureinwohner, die, naja, uns das Haus kaputt machen. Das wäre die ganze Arbeit für umsonst. Natürlich, man kann Reparaturhammer bauen, aber ich lege nicht unbedingt so gesteigerten Wert darauf, den wirklich bauen zu müssen. Also eins kann ich versprechen, es wird auf alle Fälle witzig, weil wir noch wahrscheinlich spätestens, wenn wir die Base fertig haben, auch eine Höhlentour machen, weil wir brauchen einen Taucheranzug und Waffen werden wir uns besser craften und suchen. Da werde ich mich die nächsten Tage noch an den Computer setzen und ein bisschen nachrecherchieren, wo was ist, wie was ist. Und wie gesagt, ich weiß leider nicht mehr alles. Ich weiß aber, dass man eine Keycard braucht, einen Taucheranzug. Ich will aber auch nicht so viel spoilern für die Leute, die es vielleicht noch nicht gespielt haben und vielleicht noch spielen wollen. Für die Frage, wir spielen auf der PS4 Pro. Und ja. Ach so, was ich vorher noch sagen wollte. An die Leute, die The Forest vielleicht am PC spielen, hatte ich die Frage vorhin schon gestellt, aber ja, wie gesagt, das hat es leider nicht mit aufgenommen. Wo ist es leichter, The Forest zu spielen? Auf der Konsole oder auf dem PC? Mich würde halt brennend die Antwort interessieren. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es mir doch wahnsinnig gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich lese jeden Kommentar, auch wenn es meistens nicht so wirkt, aber ich lese jeden Kommentar. Und ich habe auch demnächst bei den 12-Stunden-Stream werde ich auch jemanden dabei haben, der wirklich konstant die Kommentare liest. Wenn ihr fernab von den Videos The Force Stream haben wollt, dann würde ich den aber eher auf Twitch streamen. Und dann auf YouTube hochladen. Wenn ihr Bock dazu habt. Auf jeden Fall. Was kann ich noch sagen? Da habe ich fast.
Ne, wie gesagt, es sind halt 84, na, 85 Baumstämme, die man. Also, das heißt, man muss halt einige Bäume fällen. Wenn du alleine das machst, dann würde ich dir einfach nur einen ganz normalen Unterstand empfehlen. Oder am besten ein Baumhaus, weil das braucht nur 15, 16 Baumstämme. Das heißt, das hast du relativ. Pro Baum hast du, glaube ich, 4 Baumstämme, die du. Ja, die du irgendwie auch separat lagern kannst. Es gibt noch verschiedene Sachen, um die Bäume und Steine und alles zu transportieren, aber das zeige ich euch dann in dem nächsten Part. Und man kann leider nicht immer nur mehr als 2 Baumstämme tragen. Das nervt mich ein bisschen, aber ja. Wie gesagt, ich habe es mit Absicht ein bisschen höher gebaut, damit die Ureinwohner nicht unbedingt rankommen oder so schnell rankommen. Und ich kann halt nicht so schnell rennen wegen Ausdauer und so. Das ist halt freaky. Es gibt auch einen Kreativmodus, aber der haben wir uns entschieden, den erst zu zeigen, wenn wir wirklich komplett durch sind. Weil beim Kreativmodus kannst du unentwegt rennen und du kannst da wirklich auch unentwegt also kannst unentwegt abbauen, kannst alles schon vornherein bauen, aber das wollten wir euch nicht zeigen. Wir wollten euch halt wirklich zeigen, wie es geht. Halt wirklich im Survival, als wären wir wirklich drin im Survival Game. Und ja, bei Real Life hast du auch keine Cheats, da musst du auch alles selber bauen, abbauen. Als gewasst, ja, jetzt derweil hast du halt noch ein Feuerzeug als einzige Lichtquelle. Und das Lustige ist, da geht nie das Gas aus. Du kannst halt eine Steinschleuder bauen, du kannst dir einen Bogen bauen, du kannst dir eine selbstgemachte Axt bauen. Du kriegst ja meistens auch noch Waffen von den Ureinwohnern. Wenn du die Bosse killst oder so Minibosse. Die sind dann aber meistens mit so einer Laterne am Kopf gedingselt, aber das wird ja, wie gesagt, alles noch im. Auf Nacht ist halt meistens gut. Du hast, glaube ich, 2 Tage Angriffsschutz. Ich glaube, am zweiten oder dritten Tag kommen dann die Ureinwohner. Und ja, da geht's dann richtig ab. Aber wie gesagt, wenn du bis dahin schon ein Haus hast, dann kannst du auch im Haus schlafen. Es ist nicht wie in Minecraft, dass du dir da extra noch ein Bett bauen musst. Nee, das ist dann. Ich meine, du kannst es rein dekohalber machen, aber musst du nicht unbedingt. Und da habe ich, glaube ich, die Baumstämme gesucht. Die restlichen, weil ich habe ja. Da hatte ich nämlich einen Baum gefällt und ich sag gleich, meine Orientierung in dem Game ist so dermaßen gaga, dass ich keine Ahnung habe, wo meistens. Ah, da habe ich einen gefunden. Jetzt suche ich gerade, glaube ich, gerade noch den zweiten. Ich habe auch gerade keine Ahnung, wo der zweite ist. Jetzt sehe ich es im Nachhinein. Links war er gewesen. Ich bin nämlich an einem vorbeigerannt. Okay, dann weiß ich, wenn wir das Spiel wieder starten, wo der ist. Gut. Ich glaube jetzt. Ah ne, dann kommt es noch. So. Haus fast fertig, nice. Und wenn du wirklich voll startest und du willst wirklich eine riesen Base bauen, ist es auf jeden Fall wichtig, zu zweit, baut immer zu zweit. Am besten geht es natürlich, ich glaube, das kann man mit bis zu 6 Leuten spielen. Das wäre halt auch übelst nice, wenn ihr wirklich ganz viele Leute seid. Weil da können nämlich 3 abbauen und 3 bauen. Also 3 Bäume fällen, dann die anderen 3 die Baumstämme nehmen und zum Haus tragen oder was auch immer ihr baut. Aber ich würde euch als allererstes auf jeden Fall ein Haus empfehlen. Und man kann nur begrenzt Sachen aufnehmen. Wie ihr gerade gesehen habt, ich wollte den einen Ast da mitnehmen, damit ich mir später Sachen craften kann. Und auf jeden Fall hat das leider auch nicht hingehauen. Wie gesagt, bam, Baum fällt. Hätte ich fast so spät gesagt, naja. Sie hat mich ja in dem Moment nur Gott sei Dank verstanden und ist ausgewichen.
Übrigens bräuchte ich demnächst eine Serienempfehlung, weil ich habe auf Netflix fast alles durch, was mich interessiert, und auf Disney Plus bin ich auch fast fertig. Falls jemand eine Serienempfehlung für mich hat, einfach in die Kommentare schreiben, das wäre auch super nice von euch. Danke. Ich hätte auch mal wieder Bock auf so ein Q&A-Video. Vielleicht hätte jemand von euch Bock, mir Fragen zu stellen, beziehungsweise. Ach so, das sieht gerade so aus, als würde sie nichts machen. Wie gesagt, der blaue Balken, der hellblaue, der sich dauernd bewegt, wenn man was abbaut. Das ist der Ausdauernd, wenn man zu schnell rennt oder zu schnell oder zu lange einen Baum abbaut, so wie gerade in meinem Fall oder in der lieben Dark Phoenix ihrem Fall. Es ist, dass die Ausdauer abrupt abnimmt und man dann kurz dastehen muss und halt nichts tun kann, außer rumstehen. Weil auf weglaufen oder so geht nicht. Wie gesagt, jetzt ist halt noch mein Standard-Intro drin, aber ich werde für demnächst für The Forest ein eigenes Intro aufnehmen. Und da hoffe ich mal, dass es passt dann. Genau. Also mit dem eigenen selbstgemachten Forest-Intro, das dauert leider noch ein bisschen. Und wie immer habe ich die Baumstämme gesucht. Genau, ich sage dann schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Denkt dran, am 16. Mai, das heißt heute in 13 Tagen, ist ein, wie gesagt, ein 12-Stunden-Stream auf YouTube, auf meinem Hauptkanal. Und ich bin nämlich am Überlegen, ob ich noch einen zweiten Kanal aufmache, nur mit so Survival Games und keine Ahnung, aber da überlege ich mir noch was. Wenn ihr Bock auf einen Zweitkanal habt, wo ich nur Survival Games hochlade, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen und da würde ich dann nämlich einen Zweitkanal machen. Genau. Gibt es sonst noch was zu erwähnen? Ich glaube nicht. Ach so, ja. Auf jeden Fall in die Videobeschreibung gucken. Wie gesagt, da ist auch der Dark Phoenix ihr Twitch-Kanal verlinkt. Da bitte unbedingt Follow da lassen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Freut mich riesig, hilft mir riesig. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Dann tschüss.